Nadine, eine neue Zuschauerin, hat mich gebeten, ihr bei einer Reise zu helfen. Ihre Freundin heiratet im April und die Feierlichkeiten möchte sie sich nicht entgehen lassen. Und wenn man schon mal so eine lange Flugzeit auf sich nimmt und außerdem viel Geld bezahlen muss, kann man doch gleich noch einen Roadtrip machen. Es geht dorthin, womit viele ihre Problemchen mit der Aussprache haben, nach Massachusetts. Ich begrüße dich zu einem weiteren Beitrag hier und danke dir fürs Einschalten. Sofern dich Tipps und Themen zu USA interessieren, bist du hier genau richtig. Mich erreichen auch sonst hin und wieder Nachrichten mit der Frage, warum ich nicht mal einen Roadtrip an der Ostküste mache oder ob ich schon mal dort gewesen bin. Ein paar Oststaaten habe ich schon besucht, ja. Wenn auch nicht so ganz so intensiv wie die im Westen. Das liegt daran, dass es in Kalifornien, Utah und so weiter Canyons, Wüsten und ein sehr viel wärmeres Klima gibt, was ich für mich persönlich bevorzuge. Soll auch nicht heißen, dass ich bei Flügen oder Mietwagen im Nordosten nicht etwas helfen kann oder will. Wird bisher nur weniger angefragt. Also zurück zu Nadine. Sie hatte sich direkt nach der Hochzeitseinladung nach Preisen erkundigt und vom Reisebüro ein Angebot über 2.812 € für zwei Personen erhalten. 2.062 € für einen Direktflug ab Frankfurt inklusive Koffer, zurück einmal umsteigen in Zürich und der Mietwagen von Hertz über den ADAC zu 750. Das war ihr wohl doch etwas zu viel, weshalb sie im Internet bzw. bei YouTube nach Hilfe gesucht hat und nun auf mich gestoßen ist. Infolgedessen hat sie mich jetzt kontaktiert und gefragt, ob ich da irgendeine Idee zu habe. Ich habe mir die Geschichte erstmal ein bisschen genauer erklären lassen. Und zwar heiratet die Freundin am Freitag, den 12. April, und fliegt samstags selbst in die Flitterwochen. Da kam den beiden in den Sinn, die 2 Wochen davor für einen Roadtrip zu nutzen und sind ins Reisebüro. Fertig. Ich habe dann auch mal geguckt und ja, es stimmt, die Flüge habe ich ähnlich vorgefunden. Ehrlich gesagt war meine sogar noch 40 € teurer, war ja auch vielleicht 2 Tage später. Dann habe ich mal nach einem Grund gefragt für die Anreise im März. Und warum nicht erst die Hochzeit und dann das Vergnügen? Das konnte sie mir gar nicht beantworten. Irgendwie waren die beiden wohl so fasziniert von der Idee, bald auf Reisen zu gehen, dass sie das so geplant haben. Könne man aber auch einfach umdrehen, versicherte man mir. In dem Wissen, dass die beiden einfach nur pünktlich zur Hochzeit da sein müssen, kann ich ja fast ein wenig jonglieren. Also habe ich direkt nochmal neu gesucht und bin natürlich wieder bei Condor rausgekommen. Condor hat ja in den letzten 1,5 Jahren seine komplette Flotte auf den Airbus 330 Neo umgestellt und bietet in letzter Zeit gute Preise an für eine Vielzahl von Interkontinentalflügen. Ich weiß nicht, warum man im Reisebüro nicht auf die Idee kommt, Leute danach zu fragen. Ich habe jetzt jedenfalls Flüge für 960 € gefunden. Hin und zurück Direktflug, auch mit Koffern. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, ob man die Sitze bucht oder nicht. Man kann ganz vorne sitzen für einen 50er extra je Person je Strecke. In der Außenreihe kostet es 40, weiter hinten kann man auch für 30 oder sogar für 20 € buchen. Oder, so machen wir es immer, man spart sich auch die 80 € noch und riskiert, nicht nebeneinander zu sitzen. Normalerweise wird man eh nebeneinander gesetzt, wenn man nicht als allerletzter eincheckt. Ja, einmal ist es uns schon passiert, aber auch das haben wir überlebt. Dann also jetzt zum Mietfahrzeug. Ich habe sie erstmal gefragt wegen der Premium-Klasse. Den hat sich ihr Mann ausgesucht und der soll es dann auch mindestens sein. Also habe ich auch direkt mal geschaut, was ich denn bei Check24 so finde. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob es unbedingt Hertz sein muss. Also habe ich einfach mal verglichen. Bei Hertz kämen wir in dieser Klasse auf 660 € für Nissan Maxima oder einen Chevrolet Impala. Wenn ich allerdings auch bei Thrifty oder Dollar gucke, gibt es diese Fahrzeuge auch schon ab 557 €. Um dem Ehegatten aber vielleicht noch etwas schmackhaft machen zu können, hier ist noch ein 7-Sitzer Pathfinder für 787 €, wieder von Hertz, oder alternativ ein GMC Yukon über Thrifty. Der kostet 792. Ja nun, damit wären wir jetzt im günstigsten Fall bei einem Preis von 1.517 €, was gegenüber dem Reisebüro immerhin fast 1.300 € einspart. Klingt ja schon ganz anders, oder? Für ihre Rundreise haben die beiden wohl schon manche Ideen in den umliegenden Bundesstaaten. Das hier soll dann ihre Route werden. Also ich habe extra gefragt, ob ich die auch noch zeigen darf, weil es ja vielleicht auch noch andere inspirieren kann. Überhaupt auf die Idee, die Tour umzudrehen, bin ich nur gekommen, weil ich ihnen eine Whale-Watching-Tour am Cape Cod ans Herz legen wollte.
Dort beginnt die Saison nämlich erst Mitte April. Einen Link dorthin habe ich unten in die Beschreibung getan, genau wie den zu Check24 und, falls sich jemand eine USA-SIM bzw. eSIM besorgen möchte, ein weiterer Link zu TravSIM. Gibt auch 10% Preisnachlass dort. Die beiden nehmen übrigens einen Teil der Flugpreisersparnis zugunsten des GMC Yukon, wie mir eben mitgeteilt wurde. Keine schlechte Entscheidung, macht auf jeden Fall Spaß am Auto. Na gut, ich danke dir fürs Zusehen, auch allen Abonnenten, Thanksgebern und natürlich meinen Kanalsupportern. Ich bin weg. See you soon!